Herzlich willkommen zum zweiten Teil aus dem Salobre Golfplatz auf Gran Canaria. Eine wunderschöne Kulisse. Wir spielen den New Course heute, sind 9 Löcher. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, ist in der Beschreibung unten. Es war leider nicht so erfolgreich, der erste Teil. Schauen wir, dass wir jetzt den New Course ein bisschen besser spielen. Also Loch 1, ein Dogleg nach links, bergab. Wir kürzen jetzt mit dem Driver ein bisschen ab. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da unten ist, aber von der Länge her sollte man es leicht schaffen. Also, schönes Spiel. Er fadet ein bisschen nach rechts, aber perfekt. Super Start. Wir machen heute auch wieder die Medaillen-Challenge. Das heißt, der New Course ist ein paar 36. Das heißt, mit 38 Schlägen oder weniger Goldmedaille, mit 40 Schlägen oder weniger Silbermedaille und mit 42 Schlägen oder weniger noch die Bronzemedaille. Ja, der zweite Schlag, 128 Meter auf die Fahne und ist jetzt kein Par 4, sondern Par 5, habe ich vorher nicht richtig gelesen. Das heißt, wir haben jetzt den Par 5 mit dem zweiten Schlag 128 Meter. Stark bergauf. Jetzt ein lockeres Achtereisen. Ja. Es geht schon wieder los. Also, das war nichts. Aber ist ja Par 5. Also wunderschön vorgelegt. Schauen wir, dass wir den auf das obere Plateau bringen und einen Easy Birdie spielen. Der schaut gut aus, bisschen lang. Ein bisschen lang, aber Putt zum Birdie. So, der Putt zum Birdie. Jetzt wirklich ein kurzes Par 5, aber trotzdem, was auf der Scorekarte steht, das spielen wir. Richte ein bisschen nach links und bergab. Schade. Aber easy Par zum Start. Aber locker anfangen in die Runde. Wunderschöne Kulisse hier auf Gran Canaria. So, Loch Nummer 2. Par 3. 141 Metern. Leicht bergauf. 7 Eisen. Na, dünn. Und links. Ah, ich glaube auf dem Grün. Also bin high auf dem Grün, aber halt etwas links. Wunderschöne Ausblicke hier. Richtig schön. So, ein langer Birdie Putt. Ganz leicht bergab, ein bisschen nach rechts. Einfach zum Loch bringen. Easy Par und weiter geht's. Brems. Das war zu schnell. Eieiei. Ein längerer Par-Putt. Okay. 3-Putt-Bogey. Weiter geht's. So, das dritte Loch geht jetzt hier geradeaus und dann rechts runter zum Grün. Wunderschön. Also Par 4 mit 389 Metern. Das jetzt mit dem Hybrid vorlegen. Einfach hier über den Graben ein bisschen abkürzen und dann runter zum Grün. Ja, ein bisschen zu weit links.
Ja, und der war zu lang. Aber sollte noch liegen. So, doch nicht zu lang. Oder vielleicht ist der von der Mauer abgeprallt, keine Ahnung. Jedenfalls immer auf Fairway. Und 158 Meter auf die Fahne. Stark bergab. Da wird jetzt auf jeden Fall 8er oder 9er reichen sogar. Also 8er Eisen. Ja, der war jetzt rechts, aber er liegt. Ganz schön Glück gehabt. Der Ball liegt noch hier. Ein Meter weiter rechts, dann geht es mal 10 Meter runter. Also, dann jetzt darauf spielen. Weil jetzt müssen wir ein bisschen mit dem Seil mitspielen. Weil, naja, es geht schon. Man kann aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Bisschen rechts. Aber ich glaube, der liegt, oder? Eieiei. Okay. Also der vierte Schlag. Ja. Müssen wir jetzt putten. Ja. Bleib liegen. Bleib liegen. Und tschüss. Okay, Bogeypad. Bisschen länger. Na, zum Doppelbogey. Okay. Puh. Schwieriges Loch. 3 über Paar. Loch 4. Paar 4 mit 223 Metern. Aber so massiv bergauf. Also das, was wir jetzt runtergespielt haben, geht es jetzt wieder bergauf. Das heißt, die 223 Meter werden eher wie 323 sein. Ja, bisschen links. Aber ich glaube, der liegt da kurz vorm Grün. Ja, schwierig. Lass mal den hoch irgendwie reinspielen. Der ist gut. Oh mein Mann, eieieiei. Ja, schade. Das heißt jetzt ein Tap-in Birdie. Ah, schade, fast zum Igel. Loch 3 war ein paar 5, das habe ich wieder übersehen. Das heißt, es war kein Doppelbogey, sondern Bogey. Das heißt jetzt nach dem Birdie sind wir eins über. In Loch 5. Paar 4 wieder massiv bergab. Puh, viel Platz, 298 Meter. Ja, kann jetzt nicht viel passieren. Okay. War jetzt ein bisschen rechts, aber ich habe ihn leider nicht mehr gesehen. Ich habe einen provisorischen schlagen müssen. Also provisorisch. Der ist besser. Der sollte auf jeden Fall liegen. Puh. Also beide Bälle gefunden. Mein provisorischer liegt hier und mein erster ein bisschen weiter hinten und rechts. Aber immer noch kurz vor dem Grün. Also. Bergab. Chip. Pitch. Der einfachste, aber wir haben ja nicht mehr weit. Geh ins Loch. Oh.
falls der zweite Eagle Pitch was gegen die Fahne ist. Ah, bitter, bitter, bitter. Aber nichtsdestotrotz, wieder im Tapping Birdie. Und jetzt sind wir wieder Level Par und auf Gold Coast. Loch 6, Par 3, 140 Meter auf die Fahne, ganz minimal bergauf. Rechts ist tot, links ist platt. Schauen wir, dass wir uns ein bisschen links anhalten. Oh, der schaut sehr gut aus. Da die Länge. Ja, ich glaube, Pin High ein bisschen links. Sehr gut. So, war jetzt ein bisschen zu lang. Aber immer noch Birdie Putt. Bricht ein bisschen nach links. Leicht bergauf. Ah, jetzt kurz. Viel zu kurz. Jawohl, Paar. So, Loch 7. Paar 4 mit 345 Metern. Wieder einfach nur geradeaus. Aber halt wieder massiv bergauf. Ja, sollte passen. Jawohl, rechts auf dem Fairway. Der zweite Schlag. 104 Meter auf die Fahne. Aber wieder bergauf. Und jetzt mit dem Pitching Wedge so raufpunchen. Gut aus. Bisschen rechts von der Fahne, aber sollte. Also super zweiter Schlag. Bin high. Die Birdie Chance. Also der Putt zum 1 und der Par. Bricht alles ein bisschen nach links und bergauf. Rein. 1 und der Par. War jetzt die Genugtuung für die zwei Igel gegen die Fahne. So, mein Mikro hat sich leider verabschiedet, deswegen ist der Ton jetzt ein bisschen schlechter. Wir sind auf Loch Nummer 8, Par 3 mit 146 Metern. Okay, das war jetzt eher ein starkes 7er Eisen. Leider ein bisschen zu lang, aber wir sind im Spiel. Also wie gesagt, ein bisschen zu lang. Ein Up and Down zum Paar, zum 1 unter bleiben. Leider nur ein Bogey, wieder Level Paar. So, letztes Loch, Par 5, also kurzes Par 5 mit 408 Metern. Ja, also breiter geht's fast nicht mehr. Geht's jetzt eigentlich nur geradeaus. Irgendwo ins Spiel bringen, zweiten aufs Grün, ein Putt Eagle, zwei unter Par. Schauen wir, dass wir die Goldmedaille nach Hause bringen. Bisschen links, aber sollte perfekt liegen. So, 115 Meter noch auf die Fahne. Leider im Wasser. Also da haben wir jetzt die Drop Area. Naja. Weit. Der war leider zu weit. Eine kleine Barschuss haben wir noch.
Also Doppelbogey zum Abschluss leider. Aber wir haben Gold. Also wunderschöner Platz, Salobre New Course. Leider jetzt ein mit dem Doppelbogey auf dem letzten Loch, nur zwei über Paar. Aber trotzdem, Gold haben wir geschafft. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.